zum 11. Tutorial. Ich werde oft gefragt, wie man so eine Menübar hinkriegt. Wie zum Beispiel auch in iWeb, kennt ihr vielleicht auch von imarvin.de. Ja, und das geht natürlich nicht ganz so perfekt wie in iWeb. Trotzdem möchte ich euch jetzt die HTML-Variante zeigen. Und zwar, ich habe Tables genommen. Die habe ich hier unter das Bild gesetzt. Sieht man jetzt noch nicht, weil noch nichts drin ist. Ja, es sind 6 Stück, weil ich habe mir gesagt, so ungefähr 6 Seiten hat vielleicht eine Website. Eine kleine. Ja. Gut, dann fangen wir mal an mit der ersten Seite. Das ist jetzt die Seite, die gerade offen ist. Also die, sagen wir mal, Page 1. Und ihr macht da rein einen Paragraphen. Also, wer nicht weiß, wie Tables geht, das habe ich im vorherigen Tutorial gemacht. Und in diesen Paragraphen schreibt ihr jetzt zum Beispiel Page 1. So. Das habe ich jetzt hier, sieht man jetzt nicht wegen dem Hintergrund. Und das machen wir jetzt auch ein bisschen anschaulicher, indem wir hier Style schreiben. Gleichzeichen. Background. Doppelpunkt. Black. So, und jetzt sehen wir das schon besser. Kann natürlich jeder am Ende machen, wie er will. Ich finde es ohne Border besser. Sieht jetzt vielleicht auch noch ein bisschen dumm aus. Aber ihr werdet schon sehen, am Ende ist das eine richtig coole Sache. So, und jetzt gehen wir hier rein. Können das hier eigentlich kopieren und immer einfügen. So, und dann 2, 3, 4, 5 und 6. So, das können wir speichern und jetzt haben wir hier schon mal 6 Seiten zum Öffnen. So, und jetzt gehen wir mal in den Ordner, wo wir das Projekt drin haben und machen einfach mal eine oder besser gesagt 5 Kopien von dem Projekt, was ihr habt. Also meins heißt hier zum Beispiel photomusictutorials.html. So. Das ist wichtig, weil wir jetzt ja auch die Sachen verlinken wollen. Und ja, deshalb gehen wir mal in den Texteditor wieder und gehen dann mal unter Page 2 über den Paragraphen-Tag und machen jetzt einen Link-Tag. Also A, Ref und der soll sein. Die zweite Seite, also die erste Kopie. Im Endeffekt könnt ihr dann ja, wenn ihr das dann hochleitet irgendwo, könnt ihr dann ja die richtigen Links nehmen. Und den Link fügen wir jetzt einfach hier ein. So, jetzt können wir auch schon mal hier gucken. Seite 2. Ja, sieht man jetzt auch keinen Unterschied, werden wir gleich machen. So, und das können wir jetzt erstmal so weitermachen. Ich denke, ihr wisst, wie das geht. Ich werde es jetzt aber dabei belassen und jetzt hier nicht sinnlos Zeit verschwenden.
Also ich werde jetzt hier nur zwei Seiten editieren. Und ich gehe dafür wieder in den Ordner zurück und gucke mir die Kopie im Editor an. Und kann die jetzt mal so ein bisschen verändern, damit man am Ende auch sieht, dass es anders ist. So, das sollte man jetzt schon mal sehen. Das heißt, wenn ich jetzt hier auf Seite 2 gehe, oh, sehen wir einen Unterschied. Was wir jetzt noch nicht gemacht haben, ist den Link von unserer Hauptseite in das Textfeld einzutragen von der Kopie der ersten. Nicht in die Hauptseite. Also wieder Editor. Seite 1. Wieder ein Link-Tag, der dann zur Seite 1 kommen soll. So. Jetzt sieht man hier, 1 ist ein Link, 2 nicht. Ich drücke auf 1 und ich drücke auf 2, 1, 2, 1, 2. Ja, kann man noch machen, wie man will. Um euch jetzt das anschaulicher zu machen, mache ich jetzt hier, also das müsst ihr zu Hause nicht machen. Ich mache das jetzt einfach nur, damit es anschaulicher ist. Mache ich hier jetzt mal die Seiten hier weg. Weil wir ja nur zwei Seiten hier im Tutorial editieren. So, und jetzt sollte man das auch noch besser sehen, dass wenn ich jetzt auf Page 2 bin. Ja, gut. Fehler von mir. Natürlich müssen wir es auch hier löschen. Also, jetzt geht's. Wir sind auf Seite 1, drücken auf Seite 2, sind da. 1, 2, 1, 2 und so weiter. Wir können jetzt auch noch Border hinzufügen. Das ist natürlich Geschmackssache. Kann ich aber auch mal zeigen. Also, wir gehen in den Table Tag. Ein Leerzeichen, Border, Gleichzeichen, ein Pixel. Das gleiche natürlich in dem anderen auch, damit es auch gut aussieht am Ende. Speichern und ja, jetzt haben wir hier so ein Border-Zeug. Kann man lassen, finde ich nicht unbedingt sinnvoll. Allerdings, wenn man jetzt mehrere Seiten hat, dann sieht das bestimmt wieder gut aus. Muss man dann für sich selbst entscheiden. Ich hoffe, das hat euch ein bisschen geholfen. Wenn nicht, wenn weitere Anfragen, dann sagt's mir, wie immer, an meine E-Mail, die ich dann in der Beschreibung poste. Also hier zum Vergleich nochmal das. Ohne Hintergrund muss ich dazu sagen. Und unsere mit Hintergrund. Wenn wir die jetzt genauso haben wollen,
können wir das noch anpassen, indem wir einfach Border wegmachen, die Schriftfarbe ändern und den Hintergrund wegmachen. Wie gesagt, könnt ihr alles machen, mit Hilfe der Tutorials, die ich schon gemacht habe. Und ja, ich hoffe, den Anfragenden hat's geholfen. Wie gesagt, an meine E-Mail in der Beschreibung. Peace, bis zum nächsten Mal.